Wenn Sie das Steuerhilfepaket Premium gebucht haben, steht Ihnen mit Auslieferung des Service Pack 2 für die Version 2021 ein komfortabler Assistent zur Rückstellung der Mehrwertsteuersätze zum 01.01.2021 zur Verfügung. Den Assistenten finden Sie über Dienste Mehrwertsteuerumstellung zum 01.01.2021. Der Assistent unterstützt Sie bei der Rückkehr auf die bis zum 30.06.2020 und ab dem 01.01.2021 wieder geltenden vollen und ermäßigten Steuersätze. Sie können alle Einstellungsoptionen auch direkt in den einzelnen Programmbereichen aufrufen. Wir empfehlen Ihnen jedoch die Verwendung des Assistenten. Das Schöne dabei ist, dass Sie den Assistenten bereits vor dem 01.01. ausführen können und somit schon vor dem Anfang der eigentlichen Buchungsarbeiten alle Optionen korrekt konfiguriert sind. Schauen wir uns die einzelnen Schritte des Assistenten genauer an. Als erstes unterstützt der Assistent Sie bei der Zuordnung der Steuercodes für Ihre Artikel. Hierbei wird Ihnen automatisch sinnvoll vorgeschlagen, welche Steuersätze für den Zeitraum zwischen dem 01.07. und dem 31.12.2020 gelten und welche ab dem 01.01.2021 gelten sollen. Über die Schaltflächen Steuercodes anzeigen bearbeiten können Sie direkt in die Liste Ihrer Steuersätze wechseln und über die Schaltfläche erneut prüfen, die automatische Prüfung erneut vornehmen lassen. Verwalten Sie Ihre Steuercodes selbst und wollen, dass der Assistent keine Änderung vornimmt, aktivieren Sie die Schaltfläche Ich verwalte meine Steuercodes selbst. Im nächsten Schritt werden Ihnen die neuen Steuersätze ab dem 01.01.2021 für Nebenkosten wie Porto, Verpackung und Versicherung vorgeschlagen. Auch hier können Sie über die Schaltfläche Schriftverkehr, Einstellungen Rechenfelder in die Liste der Rechenfelder wechseln oder die Funktion Vorschlag übernehmen deaktivieren, wenn Sie keine Änderung durch den Assistenten vornehmen lassen wollen. Im nächsten Schritt werden Ihnen die Anpassungen der Steuercodes für die Artikel zusammengefasst. Auch die Einstellungen in den Artikelvorgaben für die Artikelneuanlage und Direktfakturierungsposition wird entsprechend angepasst. Mit der Checkliste wird Ihnen noch aufgeführt, welche eventuell noch vorzunehmenden Anpassungen von Ihnen erforderlich sind. Für die Preisanpassung und Kontenzuordnung haben wir Ihnen noch separate Videoanleitungen erstellt. Nach Abschluss des Assistenten können Sie sich jederzeit das Protokoll über den Link anzeigen lassen. Nun sind Sie bereit, ab dem 01.01.2021 direkt mit den dann wieder geltenden Steuersätzen loszulegen.